Ja, Amiga 30 in Neuss, letztes Wochenende. Ich wollte aber ein paar Worte, ein paar Bilder halt eben zeigen und einen kleinen Messerundgang präsentieren anhand meiner Bilder. Es gibt mittlerweile ja eine ganze Reihe von Bildern im Netz, halt eben, ASK-Forum, ist ja voll davon. Davon habe ich jetzt keine hinzugefügt, ich habe einfach nur meine Bilder genommen. Das ist ein ganz subjektiver Messerundgang eigentlich, den ich halt präsentieren möchte. Wir haben ja einen, der auch mit da war. Hier. Kurz zu meiner Person. Ich bin Jens, mein Nickname ist Amile, halt in den Foren. Vielleicht bekannt, ich schreibe nicht allzu viel. Und ich bin eigentlich Amiganer, so von 87 her. Und ich habe auch sämtliche Messen in Köln besucht. Und wie kam ich sozusagen dazu, nach Neuss zu fahren? Das ist einfach, es gab ja dann irgendwo dann die Idee, die Amiga 30 Veranstaltungen in Amerika und England und Amsterdam, die waren ja schon angekündigt und dann gab es auch die Idee, in Deutschland was zu machen. Gab ja dann halt die Möglichkeit, die erste Idee im Hans-Nixdorf-Forum was zu machen, mit Jan Schönfeld zusammen. Aber dann kam ja irgendwann der Markus Tillmann dazu und meinte, er hatte ein Projekt halt eben in seinem Studium und bräuchte halt eben letztlich einen Schein. Und er würde halt eben mit ein paar Kommilitonen so eine Veranstaltung halt eben planen wollen und gesagt, getan, sie haben es halt gemacht, sie haben ihren Schein dafür bekommen, für die Planung. Und der Markus Tillmann hat dann nochmal gesagt, so okay, ich habe das jetzt alles soweit durchdacht, ich ziehe das jetzt mal durch und mache dann einfach mal eine Veranstaltung. Und genau so ist es halt in den Foren halt auch aufgetaucht, sag ich mal, beschrieben worden. Von daher, jeder, der da hingefahren ist, hatte eigentlich gar keine Vorstellung davon, was ihn da erwartet. Sicherlich, jeder hat irgendwo einen Bezug zum Amiga, jeder hat irgendwo irgendwas in petto, sag ich mal, was er damit gemacht hat, was er für den Amiga gemacht hat. Und jeder ist sozusagen dann ganz individuell hergegangen und hat dann für sich entschieden, was er sozusagen aus dieser Veranstaltung machen möchte. Und so kam es dann letztlich dazu, dass halt in Neuss eine Gruppe und etwa 500 Leute etwa sich angemeldet hatten und jeder brachte halt irgendwie irgendwas mit, was er sozusagen mit dem Amiga zu tun hatte, was er selber mal gemacht hat. Leute kamen halt zusammen und daraus entstand ein sehr spezielles Event, eigentlich ein sehr berührendes Event, wenn man jetzt, sag ich mal, so lange mit dem Amiga zu tun hatte. Und ich wollte jetzt einfach ein paar Bilder zeigen. Das ist ja kein Anspruch von Vollständigkeit. Die Bilder in den Netzen haben mir gezeigt, ich habe nicht alles gesehen. Aber ein paar Sachen konnte ich halt dann doch aufschnappen. Und es war ein Händler da. Alinea. Die kenne ich. Ja. Alinea war halt letztlich da. Es waren auch noch weitere Shops da, die halt ihre Produktpalette halt eben entsprechend angeboten haben, ihr Portfolio. Haben halt entsprechend dann ganz normal Sachen verkauft, wie auf jeder Messe eigentlich auch. Und das war das Schöne eigentlich, jeder Händler hat das. Diesen Stand nicht bei uns hier, der ist doch echt schick. Der ist schick, ne? Ja. Könnte ja nicht auch mal aufbauen. Ja. Nimm so viel Platz weg. Ach, das haben wir. Ja. Können wir draußen aufbauen. Was man halt eben entsprechend auch dann hören konnte, denen ging es so richtig gut dabei. Also die haben einen super Umsatz gemacht, den größten Umsatz seit Jahren eigentlich. Das war eigentlich Amiga Meeting mal außen vor. Genau, das Überraschende eigentlich an dieser Veranstaltung. Hyperion, Kostel, Zia war halt da, der andere ist der Timus die Grote, der zweite, also von den dreien der zweite Direktor von Hyperion. Sie haben halt an ihrem Bestand präsentiert. Hier das erste, der erste ist halt ein Sam, den klassischen Amiga, das ominöse Linebook, was halt eben letztlich angekündigt wurde und dann nie erschienen ist. Und da hinten ist dann halt eben ein X1000.
hier nochmal das, der X1000 und das Linebook halt eben. Einfach präsentiert. Ne? Da lief halt eben OS 4 drauf, das Produkt, was sie im Moment haben. Gorki 17 wurde halt vorgestellt. Und das war einfach so der Sachstand halt eben zu OS 4, was halt Hyperion halt eben präsentiert. User waren da, das ist halt Ratte aus dem A1K-Forum, der seinen Schrank-PC mehr oder weniger, da ist ein Amiga 1000 drin, da ist ein PC drin, die sind alle irgendwo verheiratet, miteinander vernetzt halt entsprechend auf einen Monitor rausgegeben, als Spielekiste halt eben. Und solche Sachen wurden da halt eben zuhauf präsentiert, dass die da hingekommen sind und haben halt ihre Rechner halt entsprechend präsentiert, was sie halt eben da gemacht haben. Das ist die, der erste Vortragende war Petro Tichenko und das war halt letztlich dann die Schlange an seinem Stand hier für eine Unterschrift. Man sieht ihn hier halt eben ganz fleißig sein Autogramm auf Poster, auf Bücher, was auch ich halt eben entsprechend zu setzen. Und mit ihm waren halt eben entsprechend auch andere Vertreter halt eben aus der Zeit, sage ich mal, von Amiga Technologies. Andere Hersteller oder mehr oder weniger hier ist Marcon Systems halt entsprechend, die so Gehäusemodifikationen Merchandising-Geschichten, sage ich mal, im weitesten Sinne halt eben verkaufen. Die waren auch hier, ne? Die waren auch hier, genau. Da startet die, der hatte gerade sein Gewerbe angemeldet und entsprechend startete er da durch und wollte ja hier letztes Jahr erstmal überhaupt herausfinden, ist da ein Markt. Ist da ein Markt und was möchte der Markt? Genau. Und er ist halt immer noch dabei und man sieht halt, eine ganze Reihe von Produkten halt eben vorgestellt, halt, die konnte man da auch alle kaufen. Im Hintergrund sieht man halt den Stand von den Mega 64, 65 Jungs. Das ist eine ganz spannende Geschichte halt eben. Der Mega 65 oder der C65 von Commodore war ja eine Nachfolge vom C64 und sollte halt jetzt mehr können, mehr Farben, schneller sein, wie auch immer. Und die Jungs hier, MEGA steht für Museum of Electronic Games and Art, ist ein gemeinnütziger Verein, der halt letztlich sich auf die Fahnen geschrieben hat, Sachen zu präsentieren oder zu machen, halt eben, die gehen in Schulen, machen Programmierkurse für Kiddies halt und so weiter. Und sie sind halt letztlich Vertreter von klassischer Hardware und haben halt eben... Ist das eine Automatik da? Das ist eine Diashow, aber okay. Wie ich die jetzt ausblenden kann, egal. Zumindest haben sie da den Mega 65 halt vorgestellt. Das ist von der Sache her ein FPGA-Entwicklungsboard, so wie damals der Minimic halt eben entwickelt wurde, auf dem Spartan-Entwicklungsboard halt entsprechend, mit einer laufenden Zusatzhardware, die jetzt halt eben O-Ports und so weiter zur Verfügung gestellt hat. Auch hübsch. Wenn es so bleibt, ist ja gut. Ja. Und hier ist es ganz genauso. Da ist halt letztlich ein moderner FPGA im Einsatz, der also deutlich mehr kann als der Mist oder der Minimic halt eben. Neueste Technologie halt. Und dieses kleine Board, halt, was hier liegt, das da, ist halt das I.O.-Board. Da sind halt letztlich dann Joystick-Ports drauf, da kann die Tastatur angeschlossen werden. All das, was halt letztlich dann den Rechner halt eben nutzbar macht. Dieses Gehäuse, was da steht, ist ein 3D-Druck. Und es soll halt eben dann, wenn das ganze System fertig ist, halt eben die FPGA-Platine, die im Moment ja ein Standard ist, die kann man kaufen, 170 Euro oder sowas, halt eben von dem Hersteller dieses FPGA-Typs plus dieser Zusatzhardware, das soll also auf eine Platine kommen und dann halt eben in so ein Gehäuse hinein, das ist halt das Original C65-Gehäuse, original insofern, dass es halt letztlich dieselbe Gehäuseform hat, dieselben Anschlüsse hat, dieselben
unverändert ist. Das ist also der Anspruch von denen, dass sie halt sagen, wir machen das halt eben so original wie irgend möglich. Das soll dann auch in Spritzbus veröffentlicht werden und entsprechend kann man es dann irgendwo Mitte 2016 oder sowas, dann soll es fertig sein, soll dann halt eben laufen, also kaufbar sein. Bis dahin ist halt noch Entwicklungsarbeit und es ist auch Open Source alles, auch ein Community-Projekt. Letztlich fordern sie auch die Leute auf, sich da dann zu beteiligen. Und die Motivation halt eben dieses Gerät halt eben, diesen Mega 65 halt rauszubringen, der ist ja mehr als ein C65, aber eine Reimplementation des C65. Ein C65 kann auch ein C64, also ist abwärtskompatibel. Was Commodore gemacht hat, war noch fehlerhaft, da haben sie also schon ein paar Fehler ausgemerzt halt eben. Also der Mega 65 kann besser den C64 darstellen. Und sie haben auch noch ein paar Erweiterungen reingebracht, die der C65 noch nicht gehabt hatte. C64 hat den WIC 2, der C65 hat den WIC 3. Und die Erweiterung, die sie sozusagen damit auch eingebracht haben, ist dann quasi in Anführungsstrichen WIC 4. Was man hier sehen konnte, war eine Demo, die in den, auf YouTube gibt es schon Videos halt eben, da sieht man das Ding halt eben bewegt. Das ist so ein Farb. Letztlich, was man so von Amiga kennt, die Copper Planes halt eben sprechen, das wobbelt halt eben hier in der Richtung die Farben durch. Dieses Mega wobbelt in diese Richtung halt eben durch und hier unten ist dann auch noch irgendein Zoom-Effekt, dass halt irgendeine Schrift größer und kleiner wird. Was so auf dem C64 halt eben nicht machbar ist, aber halt diese Maschine durchaus leisten kann. Und programmiert ist das halt eben in C64 Maschinensprache. Und und ist ganz spannende Maschine, hat ein paar neue Features, die halt noch unentdeckt sind, also für Demo-Coder und so weiter, ganz interessant, dass sie halt letztlich dann da irgendwo neue Demos schreiben. Also letztlich. Ja, und das kann man sich halt eben letztlich auch auf den Webseiten von denen halt angucken und sie haben es präsentiert und war ganz. Weißt du, was da für ein Preis angedacht ist? Was für ein Es gibt ein Interview von Radio Parallax, wo er halt eben genau auf diese Frage halt auch angesprochen wurde. Und das FPGA-Board kostet 170 Euro. Diese I.O.-Platine ist selbst designt, also die muss man sich dann sozusagen selber noch vom Preis her dazu denken. Das Gehäuse ist letztlich dann auch, muss man sich auch dazu denken. 200, 300, 400 Euro oder sowas muss man dafür jetzt anlegen, halt um sich die Teile selbst zusammenzustellen. Wenn das dann nachher fertig ist, ist es auch so eine Frage des Bedarfs. Wenn 10 Leute halt eben auf dem Verein da halt eben sich dafür interessieren, dann kostet es wahrscheinlich jenseits von 1000 Euro, 1500 Euro oder sowas. Spritzgussgehäuse, neue Platine plus die Bauteile und so weiter. Und wenn dann halt die Anfragen halt, was ich, wenn sich 400 Leute dafür interessieren, dann kostet es irgendwie nur noch 600 Euro und wenn sich 1000 Leute dafür interessieren, kostet es nur 400 Euro. Also das ist letztlich dann vom Interesse der Community, sag ich mal, abhängig, was dann schlussendlich dann für einen Preis herauskommt. Um weiterzugehen, hier sind dann halt eben weitere Stände. Das hier ist der Stand von Amiga Future, das ist der Andreas Magal, der Chefredakteur von Amiga Future. Die haben da halt eben ihre Produkte vorgestellt, halt eben die Software, die Zeitschriften, die sie halt entsprechend produzieren. Hier nebenan sind die Jungs von Pyroflux, die haben halt ihr Produkt vorgestellt. Hier hinten geht dann noch weiter halt eben, habe ich jetzt leider nicht im eigenen Bild, Tasker Papara mit seinem Aeros, Aeros Broadway halt eben, auf Raspberry, auf Ares Computern und so weiter hat das vorgestellt. Und da ganz hinten in der Ecke stand ein Amiga 4000 mit einer Sonnet PowerPC Turbokarte. Sonnet Turbokarten waren ja für den Mac, das entsprechend die PowerPC Macs halt eben schnellere Prozessoren bekommen und so weiter. Und Sonnet war halt ein Hersteller davon. Und diese spezielle Sonnet-Karte, die da halt eben entsprechend zum Einsatz kam, war diejenige, von der man ausgehen konnte, dass das die Basis von der Shark-PPC sein sollte. Ne, die L-Box hat ja damals eine Shark-PPC vorgestellt, halt eben als Zusatzhardware für den Amiga halt eben, als PowerPC-Zusatz.
Und von den Spezifikationen war es also genau, passte genau auf eine spezielle Sonnenkarte. Die hat sich einer halt gekauft, hat die in den 4000er eingebaut und hat auch tatsächlich das Ding zum Laufen gekriegt. Auf dem Rechner lief halt kein MorphOS, kein AmigaOS 4, sondern WarpOS. Also letztlich das PowerPC-Betriebssystem der Phase 5 Turbokarten halt dementsprechend. War ganz spannend zu sehen. Es war aber Proof of Concept, es funktioniert. Ne? Man konnte es halt eben, wie viel Eigenleistung er da hineingesteckt hat, das ist unbekannt, aber letztlich Shark-PC gibt es sozusagen. Ne? Eine. Du hast den gesehen. Ja. Ja, hier ist nochmal ein Blick, halt eben, hier ist Jens Schönfeld halt eben an seinem Stand, hier ist Petro mit seinem Stand, hier hinten gibt es Catering. Die Leute gucken sich halt, ja, wieder halt eben, so, ein very important person halt eben aus dem Amiga-Bereich, das ist Dave Haney, ist da jetzt also in dem Moment halt rumgelaufen, hat dann mit den Leuten geredet halt eben, ein ganz cooler Typ. Wie man sieht, Dave Haney ist bekannt, ne? Das ist Entwickler von Commodore zu Zeiten 2000, A3000 halt entsprechend. Hat er nicht auch das Video gemacht? Deathbed Video, ja, genau. Der ist halt eben am letzten Tag in der letzten Woche halt von Commodore Westchester durch die Hallen gelaufen mit einer Videokamera und hat ja die Produktionsräume halt eben entsprechend gefilmt halt eben. Wo er gearbeitet hat, die AAA-Boards, die Werkhallen, die mittlerweile leer waren, wo also dann früher halt die Amigas sich gestapelt haben. Und der war das halt eben entsprechend. Der ist da halt eingeladen gewesen. Das hier ist der A1K-Org-Tisch, mehr oder weniger. Man konnte ja halt eben entsprechend als Gast mit Tisch buchen, wenn man seinen Rechner mitbringen wollte. Und das hier ist halt letztlich dann, das ist etwa der Zeitpunkt, etwa so roundabout 11 Uhr ne, morgens. Es ging ja um 10 Uhr los, die Veranstaltung. Und das war so, da stand so eine Stunde später halt entsprechend. Man sieht halt eben, eine Reihe ist hier schon voll, die andere Reihe ist noch leer. Die Leute kommen halt, hier liegt ein Amiga 1000 Deckel halt mit den ganzen Unterschriften und Tausender halt eben hier entsprechend aufgerüstet halt mit einer GBA 1000 Platine halt eben von den Gerold Braun halt eben, diese nachgebaute Platine. Also die Geschichten, alle schöne Rechner halt eben entsprechend. Jeder kam da hin und hat dann so das mitgebracht, was er eigentlich, was er also selber mal gemacht hat. Ein weiterer Händler halt eben, Amedia Computer aus Frankreich, haben halt auch ihre Produkte halt eben präsentiert, die sie halt im Verkauf haben. Hier hinten sitzt A-Cube Systems, die ja die Sandboards verkauft haben. Die beiden Jungs kennen wir auch, das sind die Boeing's World Macher halt eben. Boeing Max und McFly halt eben entsprechend. Die leider heute nicht dabei sein konnten, die waren in Amsterdam, die waren in Neuss, die waren sonst noch irgendwo und die hatten keinen Urlaub mehr. Das ist einfach ist zu viel passiert dieses Jahr halt eben und da konnten sie halt eben nicht mehr herkommen. Das ist wie gesagt der, wie man sieht, der Morphos-Stand. Präsentiert wurde, das ist von Mariak, hier hinten ist Bigfoot, halt eben die Chefentwickler halt von MorphOS. Ein Power Mac G5, hier hinten ist ein Power PC, Classic Amiga, ein Sam steht da auch mit Morphos drauf und das hier in dem weißen, unscheinbaren kleinen Gehäuse ist ein Amiga One X5000. Da lief halt eben dann auch vollumfänglich halt Morphos drauf. Präsentiert wurde ja von den Morphos Jungs halt einige Software-Applikationen, Soundbankster ist eine davon. Ist letztlich ein Programm, um halt eben DJ-Controller halt eben zu bedienen. Da hatte einer halt eben so einen DJ-Controller, wo man scratchen kann, so Turntables halt eben, Fader halt entsprechend drauf und die werden per USB angeschlossen und können dann halt eben über den PC bedient werden. Da ist dann halt letztlich dann irgend so eine Tracker-Software drauf, wo dann halt entsprechend dann die ganzen Dateien abgespielt werden und man kann sie halt eben dann mit dem Controller
verändern halt eben. So wie man mit einem Turntable halt eben entsprechend auf dem DJ-Pult halt entsprechend dann mit den Platten halt arbeitet, kann man das halt eben per Software machen. Und wenn man das halt eben mit Morphos sich vorstellt halt eben, bedeutet es halt eben, dass diese USB-Anbindung halt eben funktioniert. Und die funktioniert. Da ist also letztlich dann eine Klasse geschrieben worden in Poseidon halt eben, die halt diese Controller anbindet. Neben dazu noch eine MIDI-Klasse, dass du halt eben entsprechend ein virtuelles Keyboard halt auf dem Bildschirm hast und dadurch dann halt eben ein MIDI-Instrument steuerst. Das ist ja auch letztlich dann irgendwie, die MIDI ist ja so ein Standard, mit dem man halt eben Instrumente ansteuern kann. Da steht da drin, welcher Ton und welche Höhe und welche Geschwindigkeit und so weiter halt eben, wie der Ton abgespielt werden soll. Und diese Kiste macht das dann halt eben. Da ist dann ein Soundchip drauf, der das halt eben dann an den Lautsprecher ausgibt. Und diese Klasse gibt es dann zukünftig auch in MorphOS. Und das wurde alles präsentiert und ein Präsentationsrechner dafür war der Amiga One X5000. Also kann man sich vorstellen, auf dem Rechner läuft USB, da läuft Sound, da läuft das System, ne? Grafik und so weiter. Und später dann halt eben bei der Präsentation der Entwicklung halt eben, hat dann Wigfurt auch gemeint, dass halt jetzt die 3.10 kommt halt eben, das nächste, die nächste Version, aktuell ist 3.9, nächste Version ist ja 3.10, dass da dann auch zwei neue Geräteklassen halt unterstützt werden, Amiga One X5000 und Classic PPC. Also kann man auch im Classic PPC halt auch MorphOS in der neuesten Version halt eben dann abspielen, nutzen. Und Erscheinungsdatum für 3.10 ist halt der Erscheinungsdatum von dem X5000. Achso, ich dachte, Tumoritz. Was ja dem... When it's done. Ja. When it's done in Bezug auf den X5000. Mhm. MorphOS gibt es ja schon. Ja, ja. Erstmalig, glaube ich, vorgestellt worden auf der Alchemie vor einem Jahr. Mhm. Also, was hier ja Kostel meinte, dass die MorphOS-Jungs halt Production Boards, Pre-Production Boards halt eben bekommen haben. Schon seit einem Jahr haben die diese Hardware und können darauf programmieren. Das ist natürlich ein Vorteil. Ja, Aeon als Hersteller der Amiga One X Rechner, 1000, 5000 entsprechend. Das ist Trevor Dickinson halt entsprechend, der Chef von Aeon. Die Rechner, die hier standen, waren halt X1000, X5000, dieses Tabor Board halt eben, das neue, was da dann entsprechend vorgestellt wurde. An dem Stand selber konnte man halt eben, hier steht halt eben auf der, dass man halt den X5000 vorbestellen kann. Ja, kann also jetzt in einen, den gibt es halt eben noch nicht. Der wird wahrscheinlich irgendwann Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres irgendwann oder Mitte nächsten Jahres oder so erscheinen. Und man konnte jetzt halt eben an dem Stand halt entsprechend dann eine Vorbestellung abgeben. Es wurden dann noch halt eben Kleinigkeiten wie diese Amiga-Maus halt eben für Klassikrechner halt eben als Neuheit verkauft und man konnte halt eben mit den Leuten sprechen. Nutzen konnte man die Rechner hier nicht, die waren also nur reine Präsentation. Da lief also letztlich ein Bild, aber anfassen war eigentlich nicht vorgesehen. Stand dann dabei, was der X5000 kosten soll? Ja, also letztlich in derselben Größenordnung wie der X1000. Also Trevor Dickinson hat auch wieder eine Präsentation gemacht und letztlich dasselbe, was auch zum X1000 gesagt wurde, halt eben, es ist halt letztlich eine teure Entwicklung und es ist eine geringe Stückzahl, die verkauft wird und das bedingt halt eben, dass der Einzelpreis für das Gerät halt hoch ist. Und um die 2000 Euro, vielleicht auch 3 oder 2,5 oder wie auch immer halt eben, muss man damit rechnen, dass es halt eben so viel kosten wird. Dann, ja, das hier ist David Pleasance, Geschäftsführer von Commodore UK. Das ist Colin Proudfoot, auch einer aus dem Commodore UK Lager. Die haben da halt eben, die hier war wohl auch dazugehörig halt eben. Die haben halt eben die Messe besucht, die haben auch einen Vortrag gehalten halt eben über die Entwicklung halt eben von Commodore. Der Pleasant hat es ja damals, als Commodore pleite gegangen ist, ja noch irgendwie so ein Management-Buyout versucht, das halt eben
Commodore UK halt eben dann Commodore übernimmt und dann weitermacht. Und da hat er so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. War ganz spannend. Das hier ist Markus Tillmann, der Eventmanager halt eben, der das Ganze sich ausgedacht hat und auf die Beine gestellt hat. Den kennen wir auch. Wer ist das? Völlig unbekannt. Das ist ein der überall eine Reißbrille spielt. Genau. Ein User halt. Ne? Hier am Stand von Petro, da habe ich dann halt Petro auch gefragt, ob er eventuell wieder herkommt. Ne? Letztes Jahr war er ja hier. Leider musste er das verneinen. Er war auch halt eben die Woche davor halt eben in Valencia irgendwie. Dieses Wochenende halt eben dann dort und es war ihm halt dann zu viel halt eben. Er hat mich dann noch an den Martin Schüler verwiesen, der da auch noch da am Stand halt stand. Das habe ich in dem Moment gar nicht so realisiert, wer er ist und was er da, der hatte halt so eine Platine in der Hand gehabt und habe ich kein Foto von gemacht, gibt es aber Fotos im Netz halt eben und ob der dich kommen wolle halt eben, aber irgendwie ja, keine Meinung. Ne? Und das Board, was der Martin Schüler halt in der Hand hielt, hieß Amiga One 1200. Martin Schüler ist der Kopf von Escena. Wenn man mal sich erinnert, halt eben damals 2000 etwa, als Gateway halt eben das abgegeben hatte, da gab es ja dann irgendwie so die Bestrebung 3.9 kam raus und als Erweiterung, als Fortsetzung halt von 3.9 sollte dann halt eben Amiga One erscheinen und in erster Ausbaustufe halt eben als Steckplatine für den Amiga 1200, wo halt dann ein Borg-PC drauf ist und mehr Speicher und PCI und was weiß ich nicht alles halt eben entsprechend verfügbar innerhalb von einem halben Jahr und das ist dann so die Vorstufe zu dem eigentlichen Amiga One, der dann halt später erscheinen sollte. Kam ja nie. Und als Nutzer halt eben letztlich hat man auch irgendwo das Gefühl gehabt, das ist auch nur wieder heiße Luft. Nun konnte man sehen halt dort, der hat es in der Hand gehabt, das Board existierte. Ob es lauffähig war, weiß man nicht, aber es wurde halt letztlich so als Memorabilium bei dieser Veranstaltung halt eben aus der Schublade geholt und einfach mitgebracht und präsentiert. Da konnte man halt sehen, es gab es tatsächlich. Und das war auch ein Charme dieser Veranstaltung. Jens Schönfeld halt eben mit seinen Produkten, alles was er so im Portfolio hat, die CrossSurf 100, entsprechende Indivision Grafikkarten, hier ist Chameleon mit dem Zusatzboard halt, Indivision ECS, alles was Kyra und so weiter, alles verfügbar. Alles kaufbar und Jens Schönfeld, der war also letztlich völlig überrascht von dem Erfolg dieser Veranstaltung. Der kam halt an und hatte das Gefühl, er geht da jetzt auf eine Messe oder auf eine Veranstaltung, da kommen halt ein paar Leute zusammen, die sind eingefleischte Amiga-Fans, die haben das alles schon. Man redet da so ein bisschen halt eben, man hat dann so ein bisschen Schwächeln in Erinnerung, das war's dann. Er ist gekommen, hat es aufgebaut und kam nicht mehr von seinem Stand weg. Alle Leute kamen an, haben gekauft wie die Weltmeister. Er ist also letztlich sein ganzes Equipment da losgeworden und am Ende des Tages war er völlig heiser, weil er nicht mehr reden konnte. Und das hat ihn also völlig überrascht. Hier nebenan ist der Stand von Anikit halt eben, die Tschechen oder der Tscheche halt eben entsprechend, der da so eine Emulation, also auf WinOE basierende Distribution von Amiga OS, ja 3.9 ist das glaube ich vom Stand her, aber halt so konfiguriert, dass man halt einfach nur booten vom USB-Stick und dann ist man drin im Amiga-System. Der hatte da so ein, Alice nannte sich das, so ein Projekt, sag ich mal, in der Mache, dass man halt letztlich dann WinOE kann ja mittlerweile eine ganze Menge halt eben entsprechend klassische Amigas halt emulieren, aber halt eben auch PowerPC Amigas emulieren und das sollte halt eben dann eine Hardware-Plattform sein, so ein Standard-Laptop halt eben mit einer Distribution drauf,
die dann halt eben letztlich bei Knopfdruck in alle möglichen Richtungen halt eben hineinbootet, in einen 3.9, in einen 4.1 und halt auch die anderen Betriebssysteme halt eben Windows, Linux und so weiter halt eben. Und das alles fertig zusammengestellt in einem Installationsmedium. Dieses Projekt nennt sich Alice halt eben und hat er da halt vorgestellt, kann man sich dann auch nochmal angucken auf der Webseite halt entsprechend. War ganz spannend eigentlich. Vorträge gab es halt von mehreren Leuten. Dies hier ist jetzt der Vortrag von Ronald Nicholson, das ist er hier. Was halt eben über die Amiga 1000 Hardware im geschichtlichen Überblick halt eben geredet. Ronald Nicholson ist ein Urentwickler, der ist Mitarbeiter Nummer 1 von Amiga oder von HiToro damals gewesen, mit David Morse und Jay Miner halt eben zusammengekommen, bevor die Firma gegründet wurde. Und dann haben sie halt eben, der war vorher, hat er gezeigt, seine Visitenkarten. Er war also bei Apple Computer angestellt. Vorher, bevor er bei Amiga angefangen hat und hat dann da auch so ein bisschen auf dem Nähkästchen geplaudert. Er saß dann eines Tages halt in seinem Entwicklungsbüro mit Kollegen zusammen und die haben da das war so die Zeit, der Apple II war auf dem Markt und der Nachfolger, der Macintosh, wurde entwickelt. Und das ist so die Zeitachse halt eben. Und da saß der Kollege halt eben an dem Entwicklungsboard und hat letztlich einen Adapter für den Videoausgang halt zum Testausgang angeschlossen, so in Wire-Wrap-Technik halt entsprechend. Er wollte halt eben die Farbausgabe testen. Und da wäre Steve Jobs halt eben dazugekommen und hätte provokativ gefragt, what are you doing there? Und wenn man jetzt die Biografien von Steve Jobs kennt, dann weiß man, wenn du Steve Jobs irgendwo triffst und er dich fragt, was machen sie da, dann kann man sich vorstellen, dass man in kürzester Zeit halt eben Apple verlassen muss. Weil man sozusagen irgendwas macht, was ihm nicht gefällt. Und das hat ihm nicht gefallen. Farbe am Macintosh war nicht vorgesehen. Macintosh war schwarz-weiß und das war das Nonplusultra und Farbe ist Verschwendung und machen wir nicht. Und er war halt letztlich davon nicht so amüsiert halt eben entsprechend. Er wollte einen Farbcomputer machen, das war irgendwie so die Zukunft und das, wofür er halt eben einstand, ist dann halt eben von Apple weggegangen, hat vorher die Kontaktdaten von Jay Miner bekommen. Und so kam es dazu, dass er halt eben zu Amiga kam. Hier ist dann nochmal die CES 1984, die berühmte halt eben, wo der Prototyp von dem Amiga 1000 halt entsprechend, diese Platinen, das große Ding, der Joe Pillow halt eben, der wurde ja im Flugzeug transportiert, mit einem eigenen Platz halt eben, eine eigene Crewkarte hat er, wurde nur im Hinterzimmer präsentiert halt eben für Eingeweihte halt eben entsprechend, Investoren und so weiter. Und da war er halt eben dabei und hatte sich dann das mit vorgestellt. Er hat dann noch so ein bisschen halt eben seinen Werdegang und die Architektur vom Amiga 1000 halt eben noch so ein paar Sachen halt eben, dass der Blitter halt eben Ähnlichkeiten zu heutigen FPGAs hat, weil da Lookup-Tables drin sind, wenn man das kennt halt eben. Das ist sehr dicht an dem Xilinx als Erfinder des FPGAs, oder nicht Erfinder, aber halt eben Entwickler von den ersten FPGAs, hat zur selben Zeit dieselben Dinge gemacht, wie sie halt eben entsprechend mit der Grafikhardware. Und Hold and Modify ist zum Beispiel im Grunde genommen eine Kompression der Videodaten, der Bilddaten. Das, was heutzutage JPEG ist, ist praktisch dieselbe Technologie, die JPEG halt eben benutzt, um halt eben Grafikdaten zu komprimieren, steckt in Hold and Modify. Sie hatten nur keinen besseren Namen dafür damals, das gab es halt noch nicht. Das ist im Wesentlichen Kompression, was da abgeht. In Hardware vor allen Dingen. Also da hat sozusagen der Amiga hat diverse Dinge halt mitgebracht, die interessant sind und für die er damals geliebt, also damals
war es nicht bekannt, aber heutzutage wird er ja dafür geliebt. Also die Leute kennen das ja, die Demos programmieren und so weiter. Und ja, hier geht es halt weiter, das ist Faktor 5. Turrican ist da, also sag ich mal, das bekannteste, diverse Spiele halt eben, die noch, die wurden da halt eben präsentiert. Man konnte ein paar Sachen kaufen. Das hier hinten ist Chris Hülsbeck, das ist Patrick Nebian halt eben sprechen. Mit dem, die beiden zusammen haben halt die sogenannte Piano Collection halt eben rausgebracht, also Kompositionen von Chris Hülsbeck auf dem Piano gespielt, gab einen Kickstarter dafür, für dieses Buch halt eben entsprechend. Und der hat das da halt präsentiert. Hier konnten wir halt eben entsprechend dann alte Factor 5 Spiele halt eben ausprobieren. Und hier nebenan ist dann halt Patrick Nebian, der ist also Teil von Blue Metal Red, die die Sängerin war leider nicht da, die war erkrankt halt eben, aber letztlich, da konnte man halt eben entsprechend auch CDs kaufen. Hier ist nochmal so der Stand halt eben, die Errungenschaften von Factor 5 halt eben entsprechend. Das ist AJ Michael, ne, der halt eben eine kleine Signierrunde da gemacht hat. Das ist der Moment, wo R.J. Michael den Mega 65 präsentiert bekommt. Das sind halt eben die Jungs von Mega 65 halt eben. Und der ist halt letztlich, der war ja damals für Institution halt zuständig, die Software halt eben für grafische Ausgaben, also die Fenster und so weiter und die Signalisierung dazu. Ur-Amiganer, Urentwickler halt eben. Und der war also völlig begeistert, so what a lovely machine, what, how great you are, so, so big und fantastic, und der war so völlig aus dem Häuschen, war richtig schön zu sehen halt eben, der war also total happy. Die haben dann hinterher noch eine Präsentation gemacht, der Dave Haney und R.J. Michael standen auf der Bühne, und die haben im Wesentlichen, die haben keine Präsentation gemacht, für irgendwas oder irgendwas beschrieben, sondern die haben eigentlich eher so ein Feedback gegeben. Sie haben vor 30 Jahren halt da gesessen und haben irgendwas gemacht, waren junge Leute und haben irgendwo die Vorstellung gehabt, sie machen irgendwas Großartiges, aber so richtig wissen konnten sie das nicht. Und 30 Jahre später kriegen sie jetzt mit, kriegen jetzt gesagt von den ganzen Leuten halt eben, das, was ihr damals gemacht habt, war toll. Sie waren erfolgreich. Und das wäre so ein erhebendes Gefühl, und die haben sich dafür bedankt, dass sie halt eben letztlich da immer noch so gefeiert werden, und dass es halt eben, dass ihre Arbeit halt so wertgeschätzt wird. Das war also, ist ganz klasse. Und Dave Haney meinte dann noch, also so viele Firmen haben versucht, die Amiga zu retten. Die einzigen, die es tatsächlich geschafft haben, das war halt die Community. Und dass der Erfolg sozusagen dessen gebührt uns mehr oder weniger als Anwender des Systems, und wir haben das Ding, das System halt hochgehalten, und finde halt auch toll. Also bedankt er sich auch halt entsprechend, dass er da einen Beitrag leisten durfte. Ja, Chris Hülsberg und Dave Nebian haben auch performt auf der Bühne, haben Shades halt eben entsprechend gespielt, und toller Sound, war also schön anzuhören. Entsprechend, die Leute waren also ganz begeistert, haben alle gefilmt, und Pedro Tschetschenko hat ein kleines Museum aufgebaut, die Sachen, die man so kennt, der Walker, der erste 1200er, der halt eben in der Fertigung nach dem Ende von Commodore halt war, dann eine Commodore-Aktie, die ganzen Rechner halt eben, hier vorne Bücher und Preise, die sie halt eben damals Chip oder sowas, Computer des Jahres und solche Geschichten halt eben bekommen haben, und Merchandising-Geschichten halt eben, da steht Pedro ja auch so ein bisschen. Hier nochmal Stand der Amiga, und hier ist erst der Stand, das ist eigentlich ganz interessant, der Stand von den A1K-Jungs halt entsprechend um roundabout 14 Uhr.
Man sieht, der ist schon deutlich gefüllter. Es kamen ständig halt eben neue Leute an. Hier hinten liegt ein Amiga 3000 Board. Das lag da am Morgen auch schon. Da bin ich vorbeigegangen, das lag da und das liegt da jetzt in diesem Moment immer noch. Später, als dann die Veranstaltung vorbei war und die ersten Bilder halt eben kamen, die ersten Reaktionen halt eben, sollte man lesen, an dieser Stelle hat dann irgendwann so 15, 16 Uhr oder sowas, kurz vor Ende der Veranstaltung, kam halt einer vorbei, hat da seine Hardware aufgebaut, halt eben entsprechend Monitor hingestellt, Platinen ausgebaut, eingeschaltet, ein Bild auf dem Monitor gezeigt, Natami, in lauffähiger Form. Wurde halt eben da präsentiert, da in der Ecke, und das haben viele, einige haben es mitbekommen, viele haben es nicht mitbekommen. Auch ein weiteres Highlight, was halt eben auf der Veranstaltung dann präsentiert wurde. Was man ja bis dahin auch immer nur auf irgendeiner Webseite halt eben irgendwelche Designstudien halt eben, was wollen wir, was soll das werden und so weiter. Und jetzt kommt da auf einmal einer an und präsentiert ein lauffähiges System. Also das sind so Sachen. Woanders war dann auch kam ein Ex-Mitarbeiter von Phase 5 und hat halt eben dann kartonweise halt Hardware aufgestellt, halt eben die ganzen Prototypen der Phase 5-Karten, alle Turbo-Karten, die sie halt eben irgendwann mal entwickelt haben, die verschiedenen Systeme, die jeweiligen Prototypen mit den ganzen Drähten da drauf, wo halt entsprechend dann Veränderungen gemacht wurden. Das wurde auch einfach nur so da irgendwo in der Ecke präsentiert, hat kaum jemand irgendwie großartig mitbekommen. Aber das zeigt halt eben die Vielfalt eben dieser Veranstaltung, also wer da alles gekommen ist, was da alles präsentiert wurde. Und das Catering bestand halt letztlich aus Kuchen, aus Kartoffelsuppe, aus Grünkohl mit Mettwurst, Getränke, Kaffee, der war super. Alles zu günstigem Preis, Kaffee für 1 Euro halt eben, das ist absolut im Rahmen. Und ja, Interesse am Morphos-Stand halt entsprechend. Was auch noch präsentiert wurde neben Soundbanks, das wurde auch überhaupt gar nicht großartig entsprechend angekündigt. Das stand dann da einfach nur so auf dem Bildschirm. PageStream 5, lauffähig. Ne? Auch eine Sache, die halt jetzt sich völlig unbekannt war, dass das überhaupt irgendwann mal rauskommt. Frank Mariak hat sich da wahrscheinlich mit dem Entwickler von PageStream halt zusammengekommen oder hat dem gesagt, so hier, gib mal her, ich mach das mal. Und hat das dann da praktisch dann einfach so still und heimlich halt eben entsprechend dann auf den Bildschirm gebracht. Irgendwer wird schon mitkriegen, und das ist irgendwo, ja, es geht halt weiter. Es gibt halt neue, es gibt kein Veröffentlichungsdatum jetzt, irgendwie, dass man es irgendwann kaufen kann oder sowas, aber rein die Tatsache, es läuft. Das ist schon bemerkenswert. Ja, die Präsentation der Entwickler halt eben, das ist halt die OS4-Jungs, ne? Kostel, Thomas und Hans-Jörg Frieden, Olaf Bartel, David Müsner, ne? Der von Wings Battlefield halt eben, der Programmierer, Timothy die Grote halt eben entsprechend, die haben halt eben dann auch eine Fragerunde und so, wie jetzt hier halt entsprechend, wie geht's weiter, wann gibt's das Update, Stand von Gallium, von SMP und solche Geschichten halt eben, das wurde da halt auch nochmal besprochen halt mit ähnlichen Antworten. Analog dazu das Morphos-Team, Frank Mariak, Guide, Bigfoot, das ist hier der Antoine Dubourg, das ist der Entwickler von Soundbanks da halt eben und sein MIDI-Keyboard, das hier oben sieht man das MIDI-Keyboard halt entsprechend, das wird über USB halt angeschlossen war und halt dann konnte man halt auf diesem, mit der Maus halt auf den Tasten rumklimpern und entsprechend Töne erzeugen. Der ist nur Entwickler und das Team macht Morphos und er hat sich halt sozusagen dann bedankt bei dem Team halt eben, dass sie es hingekriegt haben, so ein tolles System halt zu präsentieren oder auch zu schreiben halt eben. Soundbanks da an sich hat nur eine Dateigröße von 300 Kilobyte. Alles andere ist halt Systemkomponente, um halt eben die MIDI Ausgabe oder die USB-Ausgabe halt entsprechend zum Controller etwas herzustellen. Also tolles System und hat das da. Was halt ist eigentlich der zweite von rechts? E-Tex.
Ganz rechts ist ja Frank Maria, ne? Das ist Frank Maria. Genau, der? Das ist ITX. ITX? Ja. Und der vordere ist Nadir und der hintere ist der Frosch. Ja, mein Highlight sozusagen von der Veranstaltung war, das ist mein Hardware Reference Manual. Ich habe also das in zweite Auflage diesmal gab, halt entsprechend die drei Bände. Und da ich wusste, dass halt eben die Urentwickler kommen, habe ich halt eben das Ding mitgenommen mit dem Ziel, Unterschriften halt zu bekommen. Und halt das ist 10.000 Euro. Wahrscheinlich, ja. Ja. Dave Haney, Ron Nicholson und RJ Michael halt eben. Die waren auch ganz, also gerade RJ Michael halt eben, der war also ganz begeistert halt eben von dem Buch und hofft halt eben, wie er hier schreibt, ne, dass der Amiga immer lebt und ja, der Bestand an Merchandising-Produkten, die ich da halt eben Mausmats, Kühlschrankmagneten, Stifte, Tassen, T-Shirts. Ja, und das ist im Prinzip meine Auswahl der Bilder. Und was man so als Fazit, sage ich mal, von dieser Veranstaltung mitnehmen kann, was ja in der Präsentation, sage ich mal, rauskam. Es kamen wirklich viele Leute, die ihre Sachen halt mitgebracht haben, völlig unvorbereitet oder unabgesprochen. Jeder hat so seinen Part dazu beigetragen. Das war eine riesen Veranstaltung mit aller möglicher jemals produzierter, aktuell produzierter Hardware, Software. Die ganzen Leute, die da zusammengekommen sind, sind halt eben von bis halt eben die gesamte Community, sämtliche Hersteller, sämtliche Händler, sämtliche Entwickler, sämtlicher Couleur halt eben. Die haben alles präsentiert in völlig entspannter Atmosphäre und es war, man hat halt eben nicht die Möglichkeit gehabt, alles zu sehen. Das ist so das Gefühl, was man eigentlich von jeder Amiga-Messe mitgenommen hat. Die war groß und war, man hat nicht alles gesehen. Es war eine total entspannte Stimmung eigentlich, weil keiner hat erwartet, dass sowas überhaupt stattfindet, in dieser Größenordnung überhaupt. Keiner hat irgendeine Erwartung gehabt, was er sozusagen präsentiert haben möchte, halt eben, dass er halt irgendwie, jetzt will ich halt eben, was ich, das neueste System möglichst billig, was er, sagen wir, früher halt bei einer Messe halt eben, als ich vorherrschend war, also hingehst und kriegst halt das neueste System präsentiert, das halt eben dann besser, schneller, höher, weiter ist als das bisherige und auch zum günstigen Preis angeboten wird. Wenn das nicht gab, dann warst du halt unzufrieden. Hier überhaupt nicht der Fall, weil gar nicht die Erwartung da war, dass überhaupt noch was Neues präsentiert wird. Aber es wurde alles präsentiert. Alles das, was du jetzt kaufen kannst, alles das, was mal jemals produziert wurde, in einer Form halt eben, dass man, was man halt so nur gerüchteweise gehört hat, alles Mögliche ist halt eben da gewesen. Natami war da, Amiga One 200, Phase 5 Prototypen, all solche schönen Sachen halt eben und alles in einer einzigen Veranstaltung. Auch jetzt so die Tatsache, dass halt das Morphos-Team und das OS4-Team aufeinander getroffen sind, in völlig entspannter Atmosphäre, dass Bigfoot sich mit Thomas Frieden halt eben tatsächlich ausgetauscht hat, dass die halt miteinander geredet haben, hat man jetzt hier auch gehört, ne? Dass also der Kostel halt... Wir haben Telefon gemacht, hier waren noch Megabit. Ja, genau. Hat halt 15 Jahre gedauert. Ja. Hat 15 Jahre, bis es da angekommen ist. Genau, ja. Ja. Nee, das war eigentlich so mein Fazit halt eben von der Amiga Neuss-Geschichte, 30 Jahre Amiga in Neuss halt eben. War eine tolle Veranstaltung, ich bin heilfroh, dass ich halt mir eine Karte gesichert habe und hingefahren bin. Es war ein echtes historisches Ereignis, was man so eigentlich lange Jahre halt nicht mehr wiedersehen wird, aber die Hoffnung ist da und eigentlich alles ist dafür vorbereitet, es kann noch mal 30 Jahre weitergehen. Weil alle, die da sind... Schäuble erstmal die 50 Jahre. Ja. auch die Aussage halt eben. Jan Schöfer hat sich hingestellt, er genießt halt eben seinen Status als Rockstar. Er lebt nicht, also er kann von dem Verkauf von Amiga Hardware nicht leben, aber er macht sie, weil es ihm Spaß macht. Und das ist eigentlich so die Basis. Es wird noch weiterhin Hardware von ihm geben. Es gibt keinen Anlass dafür, dass jetzt alles irgendwo eingestampft wird und zu Ende ist oder sowas. Nee, es geht jetzt los, es geht jetzt weiter.
Und das ist so das Gefühl, was man da so mitgenommen hat. War toll. Genau.